Ich bin fertig mit der Nessie, die war sehr gut. Wir haben ein paar kleine Sprünge gemacht. Und ich habe euch ja letztens von den EquiCrown Kompressionsbandagen erzählt. Die habe ich ja bei Kaspar eine Weile getestet. Da habe ich welche für vorne. Und ich habe jetzt auch noch welche für hinten für Nessie organisiert. Weil ihr passt nämlich die von vorne von Kaspar auch. Aber für hinten haben wir keine. Und sie hat da auch so eine Galle an der Seite. Vielleicht kriegen wir die damit weg. Und ich wollte euch einmal zeigen, wie man das Ganze misst und dann die richtige Größe findet. Am Anfang einmal hier unten messen. Das sind jetzt so 28 cm. Dann misst man hier oben nochmal. Das sind jetzt so 24 cm. Und dann misst man noch einmal das Ganze von hier bis ungefähr hier. Das sind dann so ungefähr 30. Ja, 31. Ja. Also das hier kommt natürlich um das Gelenk unten und dann könnt ihr das oben sozusagen einfach anpassen. Dann musst du das da reinfummeln und dann kann man hier, ihr seht, es ist schon auf Spannung. Muss ja auch, weil Kompression bringt nur, wenn da auf Spannung drauf ist. So, und dadurch, dass das eine lange ist, geht die auch hier unten noch rum. Und dann denkt dran, hier, das wird eingeklappt und dann kann man hier, das ist auch wichtig, damit der Reißverschluss nicht irgendwie...